Hi ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video mit mir. Heute möchte ich euch drei Tipps mit auf den Weg geben, wie euer Online-Dating ab sofort viel, viel erfolgreicher abläuft. Einige von euch kennen bestimmt schon meinen Kurs Erfolgreich im Online-Dating. Wenn du ihn noch nicht kennst, habe ich ihn dir in der Infobox verlinkt. Und in diesem Kurs zeige ich Männern, wie sie ihr Online-Dating-Profil auf Vordermann bringen, attraktiver auf Frauen wirken und natürlich, wenn es zum Match kommt, dann auch beim Chatten performen, schnell die Handynummer bekommen, wenn die Frau sie interessiert, dann eben auch dann ein Treffen ausmachen. Und dann kann eben weiteres daraus entstehen. Das Online-Dating ist einfach so etwas, wo viele ein großes Fragezeichen über dem Kopf haben. Und ich möchte heute in diesem Video euch meine drei Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr auf jeden Fall mehr Erfolg im Online-Dating habt. Und wenn du jetzt aber sagst, du willst gerne intensiver an das Thema drangehen, dann schau mal in der Infobox nach den ganzen Informationen über meinen Kurs. Hol ihn dir, mach ihn so schnell du kannst, damit das Online-Dating jetzt funktioniert. Denn es wird kälter, die Frauen sitzen jetzt gerade zu Hause, es sind aktuell auch nicht so viele Veranstaltungen. Deswegen ist jetzt die beste Zeit für euch, wieder über die Weihnachtszeit und jetzt im November voll ins Online-Dating einzusteigen. Weil jetzt sind die Frauen online. Im Sommer war es so, die waren beschäftigt, die waren unterwegs, die hatten nicht so viel Zeit dafür, haben vielleicht auch jemanden kennengelernt. Und jetzt sind aber wieder eben ganz, ganz viele online und man kann da einiges reißen. Natürlich ist es immer gewusst wie, ja, weil jetzt stell dir mal vor, du guckst auf ein Profil einer Frau. Stell mal vor, du siehst mich auf Tinder und in der Beschreibung steht sowas wie: Ja, ich habe immer schlechte Laune. Meistens gebe ich auch dir die Schuld, weil es für mich einfacher ist, weil ich da nicht reflektieren muss. Ich bin generell auch nicht so der reflektierte Mensch. Lesen tue ich überhaupt nicht gerne. Meistens schaue ich den ganzen Tag dumme Sendungen und habe 5 Katzen. So, du würdest als Mann natürlich, wenn du schlau bist, das Weite suchen, wenn eine Frau so offen quasi negative Seiten anspricht. Ich habe das Ganze natürlich überspitzt dargestellt. Jetzt stell dir aber auch mal das Gegenüber vor. Das heißt, wenn eine Frau auf ein Profil von einem Mann kommt und da steht, eigentlich zocke ich am liebsten, abends trinke ich gerne Bier, Sport, damit kannst du mich eher jagen. So. Und das Interessante ist ja, dass viele Profile von Männern eben auch genauso klingen. Warum? Männer haben dieses schöne Gen, dass sie sehr schnell versuchen, sich komplett offen zu legen. Also das heißt, dass sie sehr schnell warm werden wollen mit der Frau. Sie sind ehrlich und das sind tolle Eigenschaften. Ich bitte dich, diese Eigenschaften zu behalten. Ich liebe diese Eigenschaften an Männern, weil man kann, ich meine, natürlich gibt es auch Ausnahmen, es gibt auch Lügner, aber man kann einfach damit so gut arbeiten und auch im Privaten, wenn man Freunde hat, die so sind, es ist so authentisch und so schön. Jetzt vergisst du aber eine Kleinigkeit. Beim Dating geht es nicht darum, direkt quasi in diese Freundschafts- oder Beziehungsebene zu gehen, bei der man die Macken des anderen lieben lernt. Weil eine fremde Frau kann ja nicht in erster Instanz deine Macken lieben lernen. Du musst sie ja erstmal ködern. Und deswegen ist mein erster Tipp, dass du in jedem Fall zunächst einmal ganz kritisch deine Profiltexte anschaust. Was hast du da alles erzählt? Was du vielleicht glaubst, dass es besonders ehrlich ist. Okay, es mag vielleicht sein, dass du besonders viel zockst. Ist das wichtig? Es gibt andere Menschen, die sitzen auch besonders viel auf dem Klo. Muss man das dann deswegen in sein Profil reinschreiben? Also es geht einfach hier darum, dass wir vielleicht doch eher die Dinge reinschreiben, die Gemeinsamkeiten beim anderen erzeugen. Also versuch doch einfach wirklich mal bei dir in deinem Leben zu überlegen, okay, was gibt es für Aktivitäten, für Filme, für Genre, für Konzerte, für was auch immer, in welchen Bereichen, zum Beispiel, ob du gerne golfst, Minigolf, Basketballspiele, du schaust gerne beim Handballspiel zu, du bist ehrenamtlich bei dir im Ort und engagierst dich für Grünflächen. Es gibt ja so viel und viele Frauen haben ja auch diese soziale Ader. Und wenn man da eine Gemeinsamkeit findet, hey, wie schön ist das? Ich habe zum Beispiel aktuell ein Paar, die reinigen zusammen die Welt vom Müll. Also das heißt, die gehen zusammen Müll sammeln, die schauen, wo sie bei verschiedenen Aktionen mitmachen können und stellen da auch wirklich selber was auf die Beine. Und die Liebe wird immer stärker dadurch, wenn man was Gemeinsames hat und wo du siehst, den sprudeln Sterne aus den Augen, weil sie einfach nicht nur ihren Seelenverwandten jetzt gefunden haben, sondern dass sie auch den Sinn des Lebens, diese gemeinsame Mission, was zu verändern, dass das vereint die beiden und schweißt sie zusammen. Und das funktioniert nicht, wenn in deinem Profil Zocken steht. Weil ich kann dir eins sagen, und ich war früher, ich habe auch viel StarCraft und so, ich war auf Battle.net jeden Abend stundenlang unterwegs, insofern kann ich das total verstehen, ja. Und habe auch viele, viele Freunde, auch heute noch, die gerne zocken, oder manchmal werden wir nostalgisch und holen die Computer raus und machen mal eine Session. Das ist cool, wir wissen aber, es ist Vergangenheit. Und viele Dinge haben dazu geführt, dass es Vergangenheit wurde, zum Beispiel, dass ich geheiratet habe, dass ich einen Partner habe, mit dem ich Zeit verbringe. Und so ist es
natürlich auch bei vielen Männern. Ich habe viele Jungs in meinem Freundeskreis, die haben früher unglaublich viel gezockt und haben dann aber natürlich alle irgendwie Freundinnen gefunden, haben teilweise geheiratet oder waren dann mal kurz wieder Single und so weiter. Und man merkt schon, dass man sein Single-Leben, diese Ausgestaltung im Alltag natürlich ganz anders macht, als wenn man jetzt eine Partnerin hat und mit ihr Zeit verbringt. Sollte man zumindest, ne? Also du solltest jetzt nicht dich als Vergebener genauso verhalten wie als Single, weil in Beziehungen geht es natürlich auch um Rücksichtsnahme und natürlich auch die Ausgestaltung der gemeinsamen Zeit, wie auch immer, wie intensiv die aussieht. Aber der Punkt ist einfach, frage dich, zockst du weiter, wenn du eine Freundin hast? Wirst du dann trotzdem 8 Stunden am Tag, 6 Stunden am Tag zocken oder bis 3 Uhr nachts? Oder wirst du vielleicht lieber mit deiner Freundin im Bett liegen, kuscheln, ins Kino gehen, zusammen was kochen, einen Film schauen? Und vielleicht dann nur am Wochenende ein paar Stunden zocken, weil das einfach nicht mehr so die Relevanz in deinem Leben hat. Also überdenke diesen Profiltext und überlege dir, was für ein Mensch willst du sein, auch als Partner. Ja, ich meine, wir sind alle Individuen, wir entwickeln unsere eigenen Interessen und es ist immer auch wichtig in der Beziehung, seine eigenen Interessen zu wahren und nicht immer nur dem Partner irgendwie die ganze Zeit zu widmen. Ich mache das mit meinem Mann genauso. Wir haben 1 Milliarde Sachen jeder selber. Manchmal gibt es Tage, da sehen wir uns fast gar nicht und abends ist es dann aber auch wieder cool. Man kommt dann wieder zusammen und dann erzählt man sich vom Tag oder man telefoniert den Tag über immer mal so 2-3 Minuten. Das ist vollkommen in Ordnung. Man muss nicht immer aufeinander kleben. Ja, jeder hat trotzdem noch sein eigenes Leben. Aber trotzdem verändern sich gewisse Dinge. Und ich stelle mir das immer so vor, stell dir vor, du gehst in ein Vorstellungsgespräch und du hast dein Anschreiben und da steht drin, eigentlich gucke ich den ganzen Tag nur auf die Uhr, ich gehe möglichst oft Kaffee holen, damit ich nicht arbeiten muss, ich habe extra angefangen zu rauchen, damit ich mehr Pausen bei der Arbeit habe, auch hier überspitzt dargestellt, ne? Und mir ist es auch vollkommen egal, welche Zahlen ihr Unternehmen schreibt, die Hauptsache ich kriege am Ende vom Monat mein Geld überwiesen, alles andere ist mir scheißegal. Ich bin der klassische Arbeitnehmer, der nur fürs Wochenende lebt. So, jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet so in ein Vorstellungsgespräch gehen. Wer würde euch einstellen? Keine Sau, außer der Geschäftsführer ist auf den Kopf gefallen. Also ich würde euch nicht einstellen. Und deswegen auch hier ist es einfach wichtig, sich immer zu überlegen, warum will ich mich eigentlich von meiner besten Seite zeigen? Und ist das jetzt per se was Schlimmes? Oder was ist die Kehrseite davon? Und hier kann ich dir ganz klar sagen, es hat ganz große Vorteile, einfach mal selber zu überlegen, was man aus seiner Persönlichkeit noch offenlegen kann in diesen Texten, außer vielleicht die Eigenarten, die du aktuell hast, die man vielleicht auch erstmal lieben lernen muss, wenn dich eine Frau kennengelernt hat. Und jetzt denk an mein Beispiel von der Frau am Anfang, die gesagt hat, sie hat immer schlechte Laune und hat 5 Katzen und hockt nur den ganzen Tag rum. Jetzt stell dir mal vor, du hast eine Freundin, du hast dich schon verliebt, ihr seid 2-3 Monate zusammen und es kommt dann so eine Situation. Ja, dann wirst du darüber hinwegsehen, das ist deine Freundin, mein Gott, die hat jetzt halt mal schlechte Laune und die Katzen rennen überall rum. Das sind dann die Momente, wo man liebevoll darüber hinwegsieht, weil man sich schon zu schätzen weiß. Ne? Aber wir können das Spiel nicht umkehren. Wir können nicht erst die Macken offenlegen und dann erwarten, dass der andere sich aufgrund dieser Macken in uns verliebt. Ja? Und dann kommt es natürlich auch immer auf die Umstände an. So, jetzt kommen wir zum zweiten Tipp, und zwar ist das Profilbild. Bei den Profilbildern sieht man sehr oft Kurioses, zum Beispiel Gruppenfotos als erstes Foto. Mach das bitte nicht. Überleg dir einfach mal, in welcher Situation man dich fotografieren kann, auch wenn es dir zunächst unangenehm vorkommt, muss die Frau dich ja irgendwo erfassen können. Und deswegen ist Profil und auch Ganzkörperfoto und vielleicht noch 2-3 andere Bilder, die du aus Urlauben oder aus der Freizeit mit Freunden hast, super, super wichtig. Und wenn du merkst, dass die Matches ausbleiben, versuch auch einfach mal die Bilder zu tauschen. Mach bitte nicht das Gruppenfoto als erstes, aber versuch einfach mal so ein bisschen daran rumzuspielen, wie kannst du das Profil so gestalten, dass die Frauen drauf reagieren und du mehr Matches hast. Versuch zum Beispiel, schnapp dir einen Kumpel, mach mal ein paar Bilder in der Natur. Auch die Hintergründe können manchmal entscheidend sein. Ne? Triste, negative Hintergründe können auch schon direkt ein negatives Gefühl bei der Frau auslösen. Anstelle von fröhlichen Hintergründen, jetzt zum Beispiel im Herbst, überall sind die Blätter bunt, du kannst in den Park gehen, kannst schöne Fotos machen und probier auch einfach mal aus, bei Bildern zu lachen und nicht zu lachen. Also einfach mal zu gucken, wie wirkst du auf Fotos und wo ist vielleicht deine Schokoladenseite, wo du dich einfach von deiner besten Seite präsentieren kannst. Das sind so Hauptpunkte, was das Profil an sich angeht. Dann ist es beim Anschreiben so, dass viele Männer direkt schreiben, hey Hübsche, hey Schöne, oh, du siehst so toll aus. Und das ist natürlich etwas, wo wir eigentlich alle wissen sollten, dass Frauen das zum einen 1000 Mal hören und das sind einfach nur leere Worte, weil du kennst sie nicht, offensichtlich ist dir ihre Persönlichkeit auch per se erstmal egal, weil du kannst ja jetzt gerade nur urteilen auf ihr Äußeres und
da hat die Frau vielleicht schon 30 andere Männer, die genau das Gleiche sagen. Also wie soll sie jetzt selektieren, ob du was Besonderes bist? Nur natürlich könnte sie sich jetzt 3 Stunden Zeit nehmen und könnte alle Profile der Männer auseinandernehmen, könnte sich Notizen zu jedem Profil machen, um dann vielleicht für sich selber mit einer Pro-Kontra-Liste zu entscheiden, wem sie jetzt antwortet. Aber mal ganz ehrlich, also Tinder soll ja was Kurzweiliges sein und das trifft einfach in dem Fall nicht zu. Und deswegen gebe ich dir den Tipp, freche Anschreiben zu wählen, die vielleicht ein bisschen aus der Reihe tanzen und vielleicht jetzt in deinem Kopf sowas erzeugen wie, oh Gott, sowas kann ich doch nicht sagen. Doch, kannst du. Weil du solltest einfach erstmal dir überlegen, okay, wenn mir jetzt 10 Frauen nicht zurückgeschrieben haben, weil ich nett war, dann kann ich doch jetzt auch einfach mal 10 Frauen schreiben und frech sein und gucken, was dann passiert. Könnte ja gut werden. Man sollte immer was in seinem persönlichen Verhalten ändern, um eine Veränderung beim Gegenüber zu erzeugen. Und wenn du schon weißt, was nicht funktioniert, ist es sinnvoll, etwas zu probieren, wo du noch nicht weißt, ob es funktioniert, um einfach zu gucken, klappt das? Beispielsweise mein klassischer Tipp, wir haben es schon sehr oft gehört, eben dieses, wenn die Frau zum Beispiel auf einem Bild sehr ernst schaut, dass du dann einfach sagst, okay, kannst du auch lachen, guckst du immer so ernst? Oh, da kriege ich ja schon fast Angst, wenn ich deine Fotos sehe. Oder ist es wirklich so schlimm auf Tinder, dass man so böse gucken muss, junge Frau? Also weißt du, einfach mal so in die Richtung oder wenn sie sehr stark geschminkt ist, zu sagen, naja, du scheinst Make-up aber wirklich sehr zu mögen. Und bitte arbeitet mit Emojis. Das ist jetzt mein letzter Tipp, weil ihr könnt mit Emojis einfach Emotionen rüberbringen. Das ist im Profiltext super cool, ist aber auch natürlich beim Chatten klasse. Weil wenn du nur Fließtext hast, wo überhaupt keine Smileys sind, sie weiß ja nicht, wie du das meinst, ja? Und wenn du jetzt zum Beispiel versuchst, lustig zu sein, aber es ist kein Emoji da und sie liest das, dann weiß sie ja nicht, wie das zu verstehen ist. Ne? Und wenn du aber ein Lachsmiley oder ein Zwinkersmiley oder dieses Ich liebe dieses Zunge rausstreck-Smiley, was gleichzeitig zwinkert, das ist das Beste, was du machen kannst, weil dann weiß sie direkt, okay, er hat das witzig gemeint. Und dann kann man auch schon direkt mal schauen, ob man den gleichen Humor hat. Wie dem es auch sei, wünsche ich dir sehr viel Erfolg beim Aufmotzen von deinem Tinder-Profil oder bei welcher Dating-App du dich gerade befindest. Und wenn du jetzt weitere Infos und beziehungsweise auch mehr Unterstützung brauchst bei deinem Online-Dating, dann bist du herzlich eingeladen, unten in der Infobox in den Link zu klicken und dir einmal meinen Online-Dating-Kurs anzuschauen, zu holen und mit dem zu arbeiten, damit ab sofort aus den ganzen Matches oder beziehungsweise aus dem Online-Dating Matches werden und aus den Matches Handynummern und aus den Handynummern doch bitte jetzt im Herbst ganz, ganz viele Dates. Also ihr Lieben, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.